Dass ich den Emoto persönlich kennenlernen durfte. Der hat mich dann nach Japan eingeladen. Dann habe ich in seinem Labor gearbeitet. Ich war damals sehr, sehr kritisch, habe gedacht, der Emoto ist ein Zauberer, so ein Quatsch, Liebe und Dankbarkeit, Wasser. Da dreht sich jeden Chemiker den Magen um, wenn er sowas hört. Ich war über 10 Jahre der Laborleiter von Masaru Emoto, habe mit dem Emoto sehr, sehr viele Reisen unternommen, war selber über 40 Mal in Russland, habe sehr viel gearbeitet dort. Und zu meinem Background, also ich habe in Wien Ökologie studiert, das hieß dann nachher Landschaftsplanung. Dann habe ich in Dänemark Agrarwissenschaft studiert, habe mich 10 Jahre auf der Uni schwerpunktmäßig eigentlich immer auf Wasser und Chemie spezialisiert. Das war meins. Und ich wollte halt lernen, wie kann ich Wasser bestmöglich reinigen. Wie auch immer. Und dann habe ich die Untersuchung bei Emoto gemacht mit Klängen. Und das hat mir dann die Schuhe ausgezogen. Deshalb bin ich dann auch bei Emoto geblieben und habe das gemacht. Weil wenn du Wasser mit Musik beschallst, da ändert sich alles unter dem Mikroskop. Musik ist so stark. Es hat alles hat natürlich eine Wirkung, der Schriftzug hat eine Wirkung, Mikrowelle hat eine Wirkung, alles hat eine Wirkung. Aber es ist halt so, wenn du in der Musik ausgesetzt bist, dann schwingst du gleich mit. Das nennt man diesen Mitnahmeeffekt. Du kannst dich einer Musik nicht entziehen. Wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, einen schönen Walzer hören, dann fängst du an, sofort im Dreivierteltakt zu schwingen. Da kannst du nicht im Viervierteltakt dazu hüpfen, das geht nicht. Du schwingst zu der Schwingung. Das heißt, das nennt man Entrainment in der Wissenschaft, das ist der Mitnahmeeffekt. Das heißt, eine Schwingung versucht immer mit einer anderen Schwingung kohärent zu werden. Um ein bisschen zu verstehen, das Wassermolekül macht in der Sekunde mehrere Milliarden Verbindungen. Das heißt, du hast ein H2O, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff. Und dieser Dipolcharakter vom Wasser, der versucht sich auszugleichen, also von positiv und negativ. Das heißt, er macht mit dem anderen Wassermolekül eine Verbindung. Diese Verbindung ist aber ganz kurzweilig. Die macht in der Sekunde mehrere Milliarden Verbindungen. Das heißt, das oszilliert wie wild. Jetzt, für mich die schönste Beschreibung der Lebendigkeit ist die Veränderung in Bewegung. Du bist lebendig für mich, weil du ein Herz hast, das nicht zwei Herzschläge hat, das gleiche. Du hast jede Sekunde einen neuen Herzschlag.